Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Und heute legen wir mal diesen wunderschönen Schalter um. Licht an. Dass es hier ein bisschen freundlicher aussieht. Oh, haben wir wieder einen Freund? Da drüben waren wir noch nicht. Da sind nämlich noch die Lichter an. Da drüben waren wir. Okay, run. Okay. Ach, was? Fallschaden oder was? Na prima. Okay, was haben wir denn hier hinten? Schauen wir uns das mal an. Oh, guck mal. Wie cool ist das denn? Einmal Öl. Das Wasser in der Kammer strömt macht ein... Das Wasser was in der Kammer strömt macht ein merkwürdiges Geräusch. Na, prima. Danke sehr, das ist sehr beruhigend. Wasser gemacht normalerweise. Ah ja, habe ich aber Glück gehabt, ey. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei mit mir. Primat, Alter. Ach, guck mal. 9th August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Okay. Kanalisationswasser umleiten. Jui! Und wie immer gehen hier die Lichter aus. Hört sich an, als wäre jemand da unten. Okay. Cool. Coole Sache, ich glaube, Zisterne haben wir abgeschlossen, oder? Das blaue Licht blendete ihn, genau wie in dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Okay. Gut. Kann ich das auch wieder hochmachen? Okay. Coole Sache. Würde ich sagen, gehen wir in die Kanalisation. Oh. Okay. Keine gute Idee. Okay. Moment.
Von irgendwo war doch die Rede von irgendeinem Pilz und irgendeiner... Warte mal. Habe ich jetzt hier eine weitere? Memento? Nee. Daniels Tagebuch. Wieso habe ich kein Memento bekommen? Memo Maschinenausstattung bezüglich Aufzugsmaschine, Tagebücher. Die haben vorhin irgendwie darüber geredet, dass da irgendwas mit einem Pilz ist. Kann ich das Glas nochmal mit Öl füllen? Es muss nicht noch einmal nachgefüllt werden. Okay. Wir rennen einfach mal. Voller giftiger Gestank kommt hinter der Tür vor. Ohne Impfstoff weiterzugehen wäre tödlich. Alles klar. Jetzt habe ich ein Memento bekommen. Finde den Impfstoff, um die Kanalisation sicher zu durchqueren. Okay. Ich vermute mal, dass der Impfstoff auf der anderen Seite da zu finden ist, wo aber die Brücke nicht runtergeht. Das heißt, wir müssen erst die Maschine irgendwie reparieren. Aber wir haben jetzt irgendwie nichts gefunden, wie wir diese verdammte Maschine reparieren. Okay. Was das für eine moderne Technologie hier ist, ne, zum Teil. Ich frage mich überhaupt, was das eigentlich für einen Sinn hat, dass da so eine Brücke ist. Ich meine, normalerweise ging doch da eine Treppe früher hoch. Naja. Videospiellogik. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichnete sich weder Form noch irgendwie Konturen ab. Okay. Dieser Raum hier, der sieht mir sehr nach einem Rätselraum aus. So, auf der Seite die Maschine funktioniert, ne? Hier haben wir ein Rohr. Okay, es steckt fest. Ein Rohr, okay. Sonst haben wir ja noch eine Zunderbüchse. Ansonsten haben wir hier eigentlich nichts. Warte mal, das Rohr, das hat doch... Wir haben doch hier hinten irgendwas mit Rohren gehabt. Schlägt schon mal in den Raum da hinten rein, das Rohr. Wir können uns doch hier erst noch mal ein bisschen umschauen. Hier machen wir mal eine Kerze an. Guck mal, hier haben wir nämlich so eine Kiste... Ah, ne. Okay, schade. Ich habe gedacht, das wäre so eine Kiste zum Öffnen. Aber leider nein. Okay, haben wir hier irgendwas drin? Wir schauen uns erstmal Raum für Raum einfach an. Hier machen wir auch an. Zunderbüchsen haben wir ja noch 16 Stück. Okay, ansonsten haben wir aber nichts mehr, ne? Okay, gehen wir nochmal wieder hinten zurück in den Raum. Wir gehen jetzt einfach Raum für Raum durch, damit ich hier den Überblick behalte. Also genau. Oh, meine Maus, meine gute, ey. Musste auch meine alte Maus logischerweise jetzt nehmen, weil ich habe das in einem Paket bestellt. Und wenn ich das eine zurückschicke, muss ich beides zurückschicken. Also, ich weiß nicht, habe ich letzte Folge erzählt? Ja, genau. Ich habe letzte Folge erzählt, dass ich jetzt meine alte Maus und Tastatur wieder verwende. Weil die neue Tastatur eben eine Macke hat. Warum auch immer. Und ja, weil ich das in einem Paket bestellt habe, muss ich auch die Maus mit zurückschicken. Aber ich weiß halt nicht, ist halt aktuell nicht lieferbar, deswegen ist ein bisschen blöd, ne? Also ist dann wieder logisch, weißt du, wenn irgendwas nicht... irgendwas kaputt geht, dann ist es nicht lieferbar. Kannst du auch nicht zurücksenden, setzen oder irgendwas, ach keine Ahnung, zurückschicken. Aber ich kriege immer eine E-Mail, wenn
wenn wieder verfügbar ist. Also immerhin etwas. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein Rohr. Das nehmen wir auch mal gleich mal mit. Ich vermute mal, dass wir das hier hinten brauchen werden. Warte mal. Habe ich hier gerade was leuchten sehen? Nee. Okay. Okay, hier sind die Dinger auf dem Boden. Und hier kann ich auch... Die Dinger kann ich auch bewegen, hoch und runter fahren, ne? Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Es muss genau so sein wie da drüben, weil auf der Seite funktioniert die Maschine ja. Deswegen müsste es rein theoretisch auch funktionieren, wenn es so ist. Okay, also. Das Gewicht, das ganz linke, muss auf so Duckhöhe. Ja. Warte mal. Das da. Ist das dasselbe wie hier? Achso, kann ich nicht nachvollziehen, weil... Das steckt ja fest. Ich probiere es einfach erstmal so. Oh, hier hat's geklickt. Ne, dann ist es andersrum, weil hier ist es nämlich auf Standhöhe. Das ist das spiegelverkehrt. Okay, das heißt, das jetzt in der Mitte muss ganz, 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 ganz hoch. Oder? Ist das? Ja. Das in der Mitte muss ganz, 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 ganz hoch. Okay. So, hier hat's geklickt. Warte. So. Okay, und das muss jetzt auf Duckhöhe. Okay. Lassen wir es mal so. Okay, schauen wir uns im nächsten Raum mal um. Beziehungsweise in den nächsten beiden Räumen. So, hier, das müsste ja rein theoretisch kaputt sein. Hier haben wir übrigens noch ein Rohr, was auch leuchtet. Das heißt, man ist es vonnöten. 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschinen steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen, als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, dass wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen. Brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Okay, also die Maschine scheint ziemlich uneffizient zu sein und scheiße. Moment, so. Und vor allen Dingen ist es echt ein bisschen überzogen. Ich meine, das ist ein riesen Steuerraum, nur damit da diese paar Brücken hoch und runter gehen. So, auf der Seite hat es nicht funktioniert, das heißt hier auf der Seite ist doch die... Oder? Ne, hier hat es nicht funktioniert. Auf der Seite? Hölzerne Kurbel. Okay. Eine hölzerne Kubierbel.
gibt also zwei Schalterstellungen. Okay. Ach, guck mal, einer, guck, ey. Einmal Öl. Das ist doch nice. Na, guck mal, hier haben wir diese Schalterstellung. Die stecken jetzt auch fest, gell? Ja. Das steckt fest. Oh, Penumbra-Sounds lassen grüßen. Hier, juhu, Penumbra, ich freue mich. So. Okay, können wir auch hier drunter gehen? Oh, das ist ein verdammt gutes Versteck. Wieso lege ich mich nicht einfach hier hin und schlafe, bis alles gut ist? So einfach ganz lange, so lange schlafen, bis alles gut wird. Bis Hilfe kommt, okay, also der Kolben, der ist ganz unten, ne? Ja, sieht so aus. Okay. In der Mitte, die waren beide auf der Ausgangsstellung. Die waren beide draußen, so. Okay. Funktioniert hier bei der Maschine nicht. Okay. Na, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Drüben hat es komischerweise nicht die Geräusche gemacht. Bei dem, mit den Gewichten. Vielleicht war ich da ein bisschen zu unpräzise. Muss ich vielleicht nochmal ein bisschen nachbessern. So, also hier. In dem Raum haben wir nichts mehr. Boah, hier gibt es auch so viel zu erkunden, gell? Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Öl oder irgendwas. Weil das ist alles sehr, sehr wichtig. Ich brauche das alles unbedingt. Gehen wir hier nochmal gucken. Ach, hier kommt man nicht hin. Okay. Haben wir hier neben noch etwas? Nein. Okay. Also hier haben wir wirklich anscheinend nichts mehr. Okay. Hier haben wir auch nichts mehr. Hier haben wir ja das Öl gefunden. So. Dann brauchen wir noch hier hinten dasselbe, würde ich sagen, ne? Okay. Ich vermute mal, dass ich einfach nur die Rohre entsprechend anbringen muss. Und die beiden Rohre da in der Mitte, die sind einfach nur so miteinander verbunden. Die Rohre dort oben drüber sind miteinander verbunden. Also mache ich das einfach so. Das ist ja im Endeffekt egal. Funktioniert das? Kann ich das da drüber machen? Nee. Das funktioniert nicht. Das geht also nicht. Mache ich das so, weil das ist flach. Nee. Ah doch, Moment. So? So, okay, ja. Die beiden sind miteinander verbunden, die beiden sind miteinander verbunden und einfach nur noch die da miteinander verbunden. Scheiße, das ganze Spiegel verkehrt, oder? Na gut, das heißt ja im Prinzip eigentlich nur... Ja. Und ich würde sagen, das läuft doch. Das haben wir richtig gemacht. Daniel? Is that you? Nein. What are you doing? Ja, ich repariere deine Maschinen, wo du zu inkompetent warst, die zu entwerfen, Alter. Weißt du, hier läuft einfach gar nichts. Dieser Laden ist ein absoluter Schrotthaufen, ja? Weißt du, und jetzt kackst du mich auch noch zusammen, hier, weil ich deine Maschinen repariere. Ja, ich glaube, es hackt so langsam ein bisschen. Okay, mittlerweile steckt das auch fest. Das heißt, wir haben es richtig. Fehlen also noch hier hinten diese Gewichte. Da haben wir noch irgendwas falsch gemacht. Ja, irgendwie. Das steckt fest. Und hier, da müssen wir irgendwie nochmal gucken, ne? Weil das... So. Ah ja.
Guck mal einer an, ey. Läuft doch. Geilomatico. Okay, aber keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Okay. Ja. Oh, also das hier funktioniert auch weiterhin. So, und jetzt? Jawohl. Ey. Was ist denn das für ein Mist? Hallo? Brücke ist stecken geblieben und muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Aha. Muss angehoben werden. Na dann. Würde ich sagen, heben wir die Brücke mal an. Scheiße, so nicht. So vielleicht, dass wir den hier so hochwerfen. Ja. Ich hab den Masterplan, Alter. Das hilft bestimmt. Muss angehoben werden. Angehoben. Wie soll ich denn das machen? Moment. Nee. Die Leiter geht an der Brücke vorbei. Okay, das schließe ich also aus. Kann ich dieses Rohr hier irgendwie abtrennen? Nee. Kann ich auch nicht. Tja, was kann ich jetzt machen? So? Nee. Schmeißen wir mal ein paar Steine nach da oben. Vielleicht muss ich nur mehr Steine dagegen werfen. Guck mal hier, so einen fetten zum Beispiel, Alte. Was will ich jetzt noch machen, dass die Brücke funktioniert? Ich möchte die reparieren. So, da kann ich einfach nur dagegen hauen. Ah ja. Guck mal an, ey. Perfekt. Funktioniert ja wie am Schnürchen jetzt hier. Ah, die funktioniert auch noch. Da haben wir doch gute Arbeit geleistet, ey. Genauso wie es sein soll. Und hier kann ich auch nichts verändern. Genau. Hier kann ich auch nichts verändern. Alles so wie es sein muss. Geil. Ich bin Meister, Alter. Meisterkonstrukteur, ey. Und Reparateur. So, und jetzt machen wir die mal runter. Ja. Kann man auch nichts mehr machen, das so wie es sein soll. Und hier neben. Hier. Auch, kann man auch nichts verändern. Ja, läuft doch. Perfekt. So wie es sein soll. Also, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, liebe Leute. Und deswegen würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen an der Stelle. Würde mich freuen, wenn ihr jetzt noch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hier bei Amnesia, The Dark Descent. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!